Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich heute hier zum letzten Reisevlog hier von der AIDA. Ich möchte heute einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen, diese Woche hier auf der AIDA. Und ja, euch daran ein bisschen teilhaben lassen. Was mich hier so begeistert hat, so im Hinblick auf das Personal einfach, dass man wirklich den Eindruck hat, die müssen sicherlich ganz, ganz viel arbeiten hier, aber dass jeder so mit dem Herzen auch mit dabei ist, dass man sich wirklich rundum als Gast wohlfühlen kann. Und wenn man so das Personal beobachtet, hat man wirklich das Gefühl, es ist jeder mit dem Herzen dabei. Ich habe jetzt schon zweimal beobachtet, wo das Personal mitbekommen hat, dass da beim Frühstück war es jeweils, dass jemand Geburtstag hatte. Dann ist die Crew von dem Restaurant gekommen mit Geschirr, mit leeren Töpfen und Tassen, keine Ahnung, was die da alles hatten. Und hatten das so als Musikinstrument zum Beispiel genutzt, um da auch teilweise in ihrer Landessprache ja, so einen Happy Birthday Song zusammen hinzubekommen. Und das ist ja nicht selbstverständlich, das ist ja auch jetzt wirklich initiiert und das ist auch keine Anweisung von oben, das hat man einfach gemerkt. Und das sind so kleine Gesten unter anderem, die einem hier begegnen, wo man sich wirklich wohlfühlen kann, wo man sich ja als Gast willkommen fühlt und man nicht das Gefühl hat, okay, es sind jetzt Menschen an Bord, die dafür Geld bezahlt haben und die müssen jetzt hier irgendwie geköstigt werden und versorgt werden. Ein anderes, das blende ich euch gleich ein, mir ist die ersten Tage schon aufgefallen, dass die Betten nicht immer gleich gemacht sind, sondern dass die Bettdecken zum Beispiel mal so zu Rollen aufgerollt waren und auf die Art und Weise die Betten gemacht waren. Das ist mir irgendwie aufgefallen, aber ich habe es noch nicht so registriert, bis auf die letzten beiden Tage. Und das blende ich euch jetzt mal gleich ein. Zum einen, unser Bett war vorgestern gemacht zu einem Herz gerollt. Das seht ihr jetzt gleich. Und das ist einfach so berührend, wenn man da ins Zimmer kommt und sieht, wie liebevoll das Bett gemacht ist und was mich völlig vom Hocker gehauen hat. Das ist, als wir eben ins Zimmer gekommen sind und da so ein totaler Wow-Effekt einfach da war. Und das siehst du, seht ihr jetzt einfach, das blende ich euch jetzt einfach mal ein. Ja, und da sieht man auch einfach nochmal, wie sehr man hier als Gast willkommen ist und dass es nicht nur so eine Abfertigung ist, sondern dass alle einfach mit dem Herzen dabei sind. Wenn ich auch so in die Gesichter der Crew geschaut habe, sei es jetzt die Gastgeber, die sogenannten Gastgeber, die es hier so für das Animationsprogramm zuständig sind oder auch die fürs Theaterprogramm da involviert sind. Es gab Tanzkurse, es gab ja Animationen für groß, klein, jung, alt. Man kann sich hier wirklich an Bord einfach total wohlfühlen. Auch im Hinblick aufs Essen, es gab jeden Tag ein Smoothie des Tages, es gab jeden Tag frisches Obst und Gemüse, also es mangelt einem hier an überhaupt nichts. Man kann es sich wirklich so rundum gut gehen lassen, auch im Saunabereich ist für alles gesorgt und nochmal ein kleiner Schritt zurück in den Restaurantbereich. Es gibt Restaurants hier, wo man à la carte essen kann. Haben wir jetzt nicht in Anspruch genommen, sondern wir haben immer abgewechselt zwischen drei Restaurants, wo es Buffet gab. Da gab es auch jeden Tag ein anderes Thema. In jedem Restaurant gab es ein anderes Thema, landesspezifisch. Da war mal Singapur, da war mal Malaysia, da war mal Umbrien ein Thema. Aus verschiedenen Ländern einfach entsprechend der Küche dann eben angepasst. Also auch da hat es einem wirklich an nichts gefehlt und man konnte ja schlemmen, was mich ja jetzt auch dazu verleitet hat, viel, viel mehr zu essen, als ich sonst normalerweise esse und auch zwar einen hohen Rohkostanteil beizubehalten, aber ansonsten eben auch mehr, überhaupt mehr zu essen. Ich habe da bewusst die Entscheidung getroffen, ich merke natürlich schon,
wie ich ein bisschen träger bin, wie ja, mein Körper da schon, wie soll ich das sagen, ich ein anderes Körperempfinden habe als bei meiner sonstigen Ernährung, weil ich einfach viel mehr gegessen habe. Aber ich habe das bewusst jetzt auch mal zugelassen und habe es genossen und habe jetzt hier einfach auch mal geschlemmt. Das zu den Restaurants. Am Abend gab es ja auch immer ein vielfältiges Programm. Auch da lasse ich euch jetzt noch mal gerne ein bisschen reinschnuppern in die verschiedenen Animationen abends in der Bar, im Brauhaus, in der AIDA Lounge, in verschiedenen Bereichen. Ja, blende ich euch einfach gerne mal noch ein paar Impressionen mit ein. Auch das darf sein, dass man einfach mal ja, feiern kann und feiern darf. Ja, auch in dem Bereich konnte man es sich hier richtig gut gehen lassen. Ja, noch ein weiteres Beispiel, wo man einfach gemerkt hat, wie sehr das Personal auch so Eigeninitiative ergreift. Es gab zwei Hafeneinläufe, die vom Kapitän als besonders sehenswert, und das war auch so herausgestellt worden, das war einmal der Hafeneinlauf in Stockholm und das andere war der Hafeneinlauf in Tallinn war das, glaube ich, oder Kostka, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich ja auch da morgens früh aufgestanden und habe mich da schon ganz früh an Deck begeben. Und auch da war dafür gesorgt, dass es ja, für Frühaufsteher Kaffee schon gab, diejenigen, die das wollten. Davon habe ich persönlich jetzt keinen Gebrauch gemacht. Aber die Kaffeebar war morgens ab 5 Uhr, glaube ich, immer schon geöffnet. Für die absoluten Frühaufsteher. Aber was ich jetzt noch zu den Hafeneinläufen sagen wollte, wir haben diejenigen, die sich das anschauen wollten oder auch den Sonnenaufgang morgens dann schon so beobachten wollten. Über Nacht wird hier immer total alles komplett gereinigt, mit Wasser abgespritzt und mit Maschinen gesäubert. Aber morgens dann, wenn so die ersten an Deck waren, um den Sonnenaufgang dann einfach zu filmen, zu beobachten, oder auch die beiden Hafeneinläufe, Stockholm und Tallinn oder Kotka, welches das jetzt war, weiß ich gar nicht mehr, ist das Personal gekommen und hat uns Stühle zur Verfügung gestellt, hat uns die Stühle hingestellt, dass wir uns setzen konnten, dass wir das noch mehr genießen konnten. Das sind alles so große Kleinigkeiten, die einfach mit dazu beitragen, dass man sich hier wirklich rundum wohlfühlen kann und die nicht selbstverständlich sind. Und das finde ich einfach auch bemerkenswert und deshalb möchte ich das hier jetzt auch nochmal so ein bisschen explizit erwähnen. Also die Vorzüge eines solchen Urlaubes hier sind, die Gastgeber hier, die sprechen ja auch von dem
Schiff mit dem Kussmund, das einem immer ein Lächeln entlockt. Und trotzdem fand ich es teilweise so von den Gästen an Bord, auch die gibt es natürlich auch, die ein bisschen griesgrämig rumlaufen, wo man denkt, mein Gott, man hat hier das große Glück, hier an Bord zu sein, kann sich's gut gehen lassen. Welchen Grund gibt es da auch noch griesgrämig rumzulaufen und sich für irgendwelche Dinge zu beschweren? Die gab es auch, das habe ich auch beobachtet. Ist natürlich schade, aber ja, gehört anscheinend auch irgendwo ein Stück weit mit dazu. Und was ich auch noch erwähnen möchte, ich habe ja vor kurzer Zeit schon mal ein Video gemacht, dass ich nur noch mit Handgepäck unterwegs bin. Auch das ist hier auf der AIDA möglich. Also ich habe auch hier nicht mehr dabei als Handgepäck. Und habe trotzdem noch zu viele Klamotten mit dabei. Also ich bin mit ganz, ganz wenig Kleidern hier ausgekommen. Es gibt theoretisch auch die Möglichkeit, einen Wäscheservice hier in Anspruch zu nehmen. Haben wir nicht gebraucht. Also ich habe ein paar T-Shirts dabei, ich habe zwei Hosen dabei und wobei ich habe drei Hosen insgesamt dabei, aber wirklich nur zwei Hosen immer im Wechsel angehabt und ja, T-Shirts im Wechsel, also mit Handgepäck auch hier zu reisen, auf der AIDA zu sein, ist durchaus möglich und ja, trotz der wenigen Dinge, die ich dabei habe, hatte ich immer noch viel zu viel im Grunde genommen dabei. Da werde ich für den nächsten Urlaub auch noch mal ein bisschen abspecken und wenn man zwischendrin einfach was in die Wäsche geben möchte und dann hat man ja die Möglichkeit, hier auch den Wäscheservice an Bord eben zu nutzen. Auch das ist eine wunderbare Geschichte. Ja, dann würde ich sagen, zum Ausklang gibt es jetzt noch ein paar Impressionen vom Feiern auf der AIDA, so zum Abschluss. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen anstecken hier mit diesem wunderbaren Aufenthalt. Es wird für uns nicht der letzte Aufenthalt gewesen sein auf der AIDA. Wir haben da ein bisschen mehr Geschmack jetzt dran bekommen. Es gibt auch eine ganz neu, 2017 im Herbst wird die angeboten, eine AIDA-Weltreise. Die dauert von Mitte Oktober bis Februar und das ist also definitiv eine Option für uns. Werde ich euch dann später mal ein bisschen mehr zu berichten. Kommt für dieses Jahr noch nicht in Frage, sondern natürlich erst in 2 Jahren, wenn unsere Tochter dann auch in der Schule fertig ist. Mein Sohn hat die Weltreise entdeckt und hat mich da total angesteckt. Also das ist schon ein ernsthaftes Ziel jetzt geworden, wo wir noch ein bisschen planen müssen. Und ich denke, dass das durchaus zur Realität werden wird, weil man da einfach so auch die Weltreise genießen kann, hat komplette tolle Verpflegung immer dabei und ja. Für mich wichtig, Internetzugriff immer und kann das Online-Business weiter gestalten. Ja, mal schauen. Werde ich dann aber zu gegebener Zeit noch ein bisschen mehr zu berichten. Also jetzt gibt es ein paar Impressionen noch zum abendlichen Feiern und ganz lieben Dank für dein Dabeisein, für dein Interesse. Ich schicke dir eine herzliche Umarmung und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Deine Irmgard. Ciao, ciao. Mhm.